wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, tolles Wetter. Und jetzt werde ich euch mal auf einen Rundgang durch den Hafen mitnehmen. Und dann könnt ihr mal sehen, welche tolle Boote hier liegen und was es hier für Unterschiede gibt. Das ist hier quasi die Champions League der Häfen. So, das ist unser Boot. Das ist keine Champions League. Das ist ein tolles Segelboot, aber alt und bezahlt. Das daneben ist ein Protzboot. Groß, 33 Fuß. Und ja, tolles Boot. Hat wahrscheinlich alle Zubehörteile, die man so braucht. Aber naja, ist mal klar. Wir sind am Bodensee immerhin. Ne? Das ist nur ein See und kein Weltmeer. Ich weiß nicht, was es ist, aber groß ist es. Verdammt groß. So was könnten wir uns hier auch gut vorstellen. Hat ungefähr so 8,50 Meter. Ja, das ist schon ein bisschen breiter als unseres, somit auch mehr Komfort. Hier sieht man wieder Luxus. Hier ist alt und bezahlt. Das ist eine blaue Wand. Dieses Boot auch, glaube ich, 46 Fuß, ja. 46 Fuß und ungefähr 15 Meter. Das ist schon der Wahnsinn. Was hier noch 45 Fuß ist, wird hier noch getoppt von einer 48 Fuß Yacht. Wir sind jetzt an der Hafen-Ein- und Ausfahrt und das Teil sehe ich auch das erste Mal, dieser Schaufelantrieb. Sieht witzig aus, ist mir noch nie aufgefallen beim Rein- und Rausfahren. Scheint nur mit Segelkraft hier rauszufahren aus der Hafen-Einfahrt, keinen Motor zu haben. Total spannend. Wir fahren nämlich hier immer schön mit Motor raus. Und segel nicht hier raus, weil wir einfach nicht entweder können haben oder nicht den Mut. Das ist jetzt die Turbo-Variante, Segel und Motor. Hier sehen wir jetzt den Mast mit dem Sturmwarnlicht. Ich will noch mal ganz kurz erklärt, wie es funktioniert. Entweder blitzt es 40 Mal, dann ist nur eine Starkwindwarnung, oder 90 Mal, dann ist eine Sturmwarnung. Aus eigener Erfahrung weiß ich, bei 40 Mal ist noch keine Panik, bei 90 Mal sollte man wirklich handeln und dann in den Hafen einlaufen. Jetzt die ganzen Trockenliegeplätze, das heißt die Boote stehen draußen auf dem Wasser, sind auf ihrem Hänger und jetzt ist eine Slipanlage und dann können die mit dem Hänger die Rampe runterfahren und dort zu Wasser gelassen werden bzw. wieder rausgeholt werden. Hier stehen natürlich in der Regel Segelboote und Motorboote, alle so bis zu 6 Meter, 6,50 Meter. Also die müssen ja auch noch mobil sein. Und trailerbar sein,
Und das ist hier die Rampe. Ja, hier ist eine kleine Haltelinie, weil wenn nämlich hier ein Boot zu Wasser gelassen wird, dann ist hier ein Stahlseil, das den Hänger hält. So, jetzt geht es wieder zu unserem Steg zurück, wo die Espresso liegt. Und am Ziel angekommen. Der Kaffee ist fertig. Klingt das nicht unheimlich zärtlich? In einer süßen Bärentasse. Ivy, geil. So, der Rundgang ist beendet. Ihr habt mal gesehen, was hier für Schiffe, insbesondere Dickschiffe, liegen. Das ist wirklich ein Riesenhafen. Ja, heute werden wir wahrscheinlich ein bisschen Wind haben. Wir kriegen noch Besuch, das heißt, wir sind dann zu viert und werden dann so früh wie möglich mal rausfahren zum Segeln.